Hallo, hier ist Lyam von Findus. Willkommen zur ersten Wochenvorschau der Kieler Schaubude im Februar 2015. In der Woche vom 1. bis zum 8. Februar beginnt die Woche oder das Programm der Kieler Schaubude am Mittwoch, dem 4. Februar, mit dem Sneak-Konzert. Es wird nicht verraten, wer spielt, was spielt, ob was spielt, also das, was spielt, ist sicher. Nur was nicht. Es wird eine Tombola geben, das Ganze kostet 5 Euro Eintritt. Lasst euch überraschen, viel Spaß. Ja, wir sind hier an der Kieler Universität, weil sie 350 Jahre alt wird, genau heute. In diesem Jahr. Deshalb sind wir hier. Wir stoßen an auf die Kieler Universität und präsentieren euch den Donnerstag. Da spielen The Sensitives in der Kieler Schaubude. Das ist der 5. Februar. The Sensitives kommen aus Schweden und machen eine Mischung aus Gypsy, Folk, Punk, Tanzbar, Explosiv. Viel Spaß. Im Anschluss an das Konzert findet wie jeden Donnerstag Kunterbund 40 statt in der Schaubude Funkin' Around ab 23 Uhr. Eintritt ist frei. Am Freitag kommt Friedemann, der Sänger der Band Chor, in die Schaubude. Und das Plakat sieht so aus. Wir stoßen an jene Staffel, unbefugte Betreten verboten. Wir gern zu singen, Gitarre zu spielen, Gedichte zu verfassen und zu tätowieren. Fliesen zu brennen, Öfen zu mauern, vieles ging daneben, ich hab nichts zu bedauern. Nichts können alles machen. Nichts können alles machen. Ah, ah, ah. Nichts können alles machen. Und überall die kleinen Scheiße lachen. Nichts können alles machen. Statt einer Supportband wird es einen Film geben. Es wird ein Film gezeigt, den die Band Chor in Eigenregie, in Eigenproduktion gedreht hat. Sie haben eine Tour gemacht in einem Land namens Kuba. Jeder kennt Kuba. Und sie sind die erste nicht-kubanische Band, die dort eine so lange Tour gespielt hat. Darüber haben sie eine Dokumentation gedreht, das Ganze zu einem Film verarbeitet. Und dieser Film wird anstatt eines Supports den Abend eröffnen. Das Besondere an diesem Abend ist, der Band liegt einiges an dem Land und an der Kultur und an den Musikern. Wer noch Instrumente zu Hause hat, möge sie an diesem Abend bitte mitbringen. Es werden als Spenden Instrumente jeglicher Art gesammelt, die dann in das Land geschleust werden, um dort Musiker, Künstler zu unterstützen. Der Film heißt Kuba Chor Libre. Also man kommt hier, wenn man sich auf die Sachen einlässt, in sehr bizarre Situationen. Entonces normalmente aquí no se podría conseguir un instrumento nuevo ni mucho menos. Guitarra es lo único que vendemos, en este momento no tenemos, pero guitarra. Like Jesus, everybody lifting, liegt an der Natur von Worten, gesprochen, gehört und vergessen. Nach dem Friedemann-Konzert wird getanzt bei Barflies, Blues and Bassets. Viel Spaß. Am Samstag endet die Woche mit der Party von Hirte Funk. Viel Spaß. Das war die erste Wochenvorschau der Kieler Schaubude im Februar.
Funkin' Around. Oh, das ist aber auch kompliziert. 350 Jahre. Uni Kiel. Yeah. Villa 40. Nee. Kuntermund. Steigt Eduard. The Sensitives. The Sensitives. Energic. Ich weiß auch nicht. Verkackt. 350 Jahre ist die Uni alt geworden und deshalb sind wir hier. Nein, wir sind hier, um die Wochenvorschau der Kieler Schaubude zu präsentieren. Zu sagen, was abgeht. Hey! Morgen! Ach nein! Bald! Wie Cuba Libre. Nur mit Chor. Es kommt ja so Panne, weil so, hey, hier, guck mal! Geil, Leute! 350 Jahre Uni!